Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Ich habe die letzten Tage dazu genutzt, im Hintergrund etwas weiterzuspielen mit dem KV-1S, um meine Forschungs- und Kreditpunkte zusammenzubekommen. Ich habe mir jetzt für die Forschungspunkte, das hat gerade so gereicht, die besseren Ketten leisten können. Da gehen wir jetzt mal einfach mal in den Forschungsbaum. Oder gehen wir hier rüber. Die Ketten habe ich jetzt freigeschaltet und gekauft und jetzt werde ich dieses Geschütz, was vorher schon freigeschaltet war, das werde ich jetzt auch mal einbauen. Das müssen wir jetzt in der Garage noch aufmunitionieren. Das ist auf jeden Fall besser als das, was ich vorher hatte. Ich gehe jetzt mal in die Garage. Das ist jetzt hier so ein dickes Stummelgeschütz. Soll aber ganz gut Rums haben, habe ich mir sagen lassen. Ja, einmal aufmunitionieren. Und mit dem gehen wir natürlich auch auf jeden Fall gleich erstmal in den ersten Kampf in der Konstellation. So, auf ins Gefecht. Und die Map ist Südküste. Ja, keine Artillerie. Das ist schon mal sehr schön. Aber es geht bis zu Tier 8. Ist jetzt nicht so schön. Aber mal schauen, vielleicht kratzt ja das neue Geschütz oder die Granaten von dem neuen Geschütz, vielleicht kratzen die ja nicht nur an der Oberfläche, vielleicht dringen die auch mal richtig rein. Schauen wir mal. Ah, er sieht schon so ein bisschen kompakter jetzt aus, der kleinen kurzen Kanone. Ich werde mich erstmal geradezu auf den Hügel begeben. Da vorne ist ja die Straße, wo es so lang geht. Da kommen ja manchmal ein paar Langgefahren. Die kann ich da gleich ein bisschen abfangen. So, ich stelle mich einfach mal hier ins Gebüsch. Dann warten wir mal, was passiert. So, da vorne hat es schon einen Gegner zerlegt. Da oben steht schon einer. Das ist ein T69. Naja, gut. Ist sogar durchgekommen. Auf jeden Fall sollte ich mich jetzt erstmal wegbewegen hier. War klar, dass der jetzt es auf mich abgesehen hat. Aber das Schöne ist, wir spielen hier alle zusammen. Schade, der hat nicht gesessen. Der weiß gar nicht, wo er zuerst hinschießen soll und macht erstmal den taktischen Rückzug. Da ist er wieder, aber den kann ich gerade nicht erreichen. Oder doch jetzt hier kommt da. Zack, jetzt haben wir ihm erstmal die Kette abgeschossen. Das ist schon mal gut, er kann nicht mehr abhauen. Ja, 8 zu 0, das ist schon mal ein verdammt gutes Zwischenergebnis. Ich bewege mich jetzt auch mal etwas weiter nach vorne. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hinter den Felsen. Da oben ist einer. Wir haben sie voll erwischt. Ah, also die Kanone ist nicht schlecht, wenn ich bedenke, das waren jetzt beides Tier 8 Panzer bisher. Da
Da ist er. Ah, schade. Leider nicht so zu erreichen, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, hier war noch einer. Ein potenzielles Opfer. Der ist hinterm Hügel, da komme ich auch nicht so dran. Aber egal, man kann ja jetzt mal so leicht zum Angriff starten. Upsala. Hier waren Felsen hinterm Busch, das wusste ich bis dato auch noch nicht. Ich hatte nur die Augen für mein kommendes Ziel, aber die fallen jetzt hier wie die Heuschrecken auf die Ziele ein. Ja. 13 zu 0, ja, das ist natürlich wirklich nicht verkehrt. War ein ziemlich hoher Sieg bisher. Ah, komm her. Schade. Der ersäuft sich jetzt selber. Ja, 15 zu 0. Ich würde mal sagen, das war eine klare Ansage. Okay, 9410 Kreditpunkte, 850 Forschungspunkte durch den doppelten Sieg. Also durch die doppelten Tagesbonuspunkte sozusagen. Ja, gut. Bin ich mir zufrieden. So, und wir gehen natürlich gleich so in der gleichen Konstellation ins nächste Gefecht. So, schauen wir mal, welche Map. Erlenberg. Okay. Zwei Artillerie auf jeder Seite geht. Und das Matchmaking ist eigentlich auch ganz gut. Tier 7 ist Maximum. Ja, ich werde hier auf der rechten Seite ganz runterfahren. Oder nicht ganz runterfahren, aber hier so in dem Bereich werde ich mich aufhalten. Hier an der Ecke sind ja meist dann schon die Gegner. Da, wo der Kollege das hier gerade anzeigt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich fahre jetzt gleich mal den Hügel hier hoch. Oder besser, ich quäle mich den Hügel hier hoch. So. Ich werde mich gleich mal hier so ein bisschen hinter das Haus stellen. Kann ich die hier erreichen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, so wie es aussieht, kommen nach vorne gar nicht so viele Gegner. Ah, doch, einer ist zu sehen. Also ich bewege mich jetzt auch mal ein bisschen nach vorne. Ja, der Gegner ist erledigt. Schön abgefackelt. Jetzt schauen wir mal, was hier um die Ecke kommt. Normalerweise müssten da eine Menge um die Ecke kommen.
da steht schon einer. Was ist das für einer? Ein Tiger P? Ah, den haben wir gleich eine verpasst. Da oben steht auch einer. Ah, die Artillerie, die ist auf uns aufmerksam geworden. Die nimmt uns natürlich ins Visier. Deswegen ziehe ich mich hier mal so ein bisschen zurück. Ja, ich schau mal über die Bergkuppe und guck mal nach unserer Fahne. So, den kann ich erreichen da unten. Das ist gut. Der hat auch kaputte Ketten. Bom, 427 Schaden mit einem Schuss. Das ist schon mal ein gutes Geschütz. Hier ist der nächste. Was ist das hier? Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Volltreffer. Ah, ich muss mal kurz weg. Der hat mich eben auch schon erwischt. Einmal kurz zurückziehen, solange wie die auflädt. Ah, schade, jetzt sind sie von der Bildfläche verschwunden. Ja, ich glaube, Ansetzer und Scherenfernrohr, das sind hier bei den beiden Panzer oder bei diesem Panzer ganz gute Extras. Ich bleib hier mal stehen. Die kommen da wahrscheinlich schon selber mit dem klar, jawohl. Ja, den haben sie erledigt. Jetzt werde ich mal so ein bisschen auf die Flagge aufpassen. Das haben wir vorhin so etwas versäumt. Na, egal. ...8:6 der momentane Zwischenstand. Also relativ ausgeglichen. Drei Gegner sind da oben in der Ecke an diesem Hügel. Ich schätze mal, dieser VK 3001P, der steht hier noch irgendwo. Ah ne, der ist schon platt, sehe ich gerade. Die Artillerie ist garantiert noch irgendwo in der Nähe von der Flagge. Naja gut, ich sehe gerade, da unten ist ein Jagdpanzer. Komm ich da dran? Ja. Ganz knapp hier sieht man ihn. Okay, das war der Jagdpanzer. Der eine zumindest. Wo ist diese verdammte Artillerie? Versuche von hinten da an diesen Jagdpanzer zu kommen. Den darf ich eigentlich gar nicht so sehen. Oder sollte mich nicht sehen.
jetzt verliert er. Jawohl. Das war genau das, was ich bezweckt habe. Er hat seine Deckung verlassen. Da oben ist die Artillerie. Ich gehe jetzt gleich mal zur Eroberung über. Hier war aber noch irgendwo einer. Zwei Artillerie sind noch über. Das heißt, ich werde mich jetzt hier mal so ein bisschen bewegen, dass sie mich nicht noch irgendwie zufällig treffen. Das wäre ungünstig. Eine ist noch über. Ah, gibt ein paar Eroberungspunkte, das ist gut. Ah, Lacoste wird auch froh sein, die Runde beenden zu können, hier mit 1%. Ja, der kann uns hier nicht mehr so gefährlich werden. Trotzdem drehe ich mich mal hier. Jawohl. Und das war's. Erobert und kein Gegner mehr da. Doppelter Sieg sozusagen. Ja, 448 Forschungspunkte, 11.248 Kreditpunkte. Ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Wir gucken mal in die Teamauswertung. Also untere Drittel. Wie gesagt, ist immer alles verbesserungswürdig, aber gewonnen haben wir. Den Sieg haben wir mitgenommen. Und ja, das soll es dann auch erstmal für heute wieder gewesen sein. Ich werde die nächsten Tage nochmal ein neues Let's Play raushauen. In der Zwischenzeit werde ich natürlich auch den KV1S weiterspielen, ist ganz klar. Und dann schauen wir mal, was wir uns mal so für schöne Extras beim nächsten Mal gönnen können. Wir können ja nochmal in den Forschungsbaum gucken. Ja, das beste Funkgerät habe ich schon. Als nächstes würde ich hier wahrscheinlich auf den Motor gehen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Das sind immerhin 11.000 Forschungspunkte. Wie gesagt, die freien Forschungspunkte möchte ich eigentlich nicht so gerne dafür ausgeben. Die hebe ich mir mal für irgendwas anderes Schönes auf. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Talang spielt. Macht's gut, ciao!